Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 1 von eurem Hawker. Letzte Mal hat uns Mordrak zum neuen Lager geführt. Er möchte auch hier bleiben. Das hat einige Vorteile natürlich. Unter anderem, dass Diego für uns jetzt als Fürsprecher eine weitere Stimme erhält. Das ist so. So, machen wir weiter. Reden wir erstmal im neuen Lager mit der Torwache. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Oh. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Hey Mann, verarsch mich nicht, ja? Mit sowas komme ich nicht klar. Okay. Torwache. Ist die aufschlussreicher? Ja, nicht mehr auf das Gefahr. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Und? Was machst du hier? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mir an. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Willst du mich nicht aufhalten, mich fragen, was ich hier will oder so? Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Wie sieht's drinnen aus? Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Danke. Lass uns lieber über was. Bandit und Bandit. Reden wir mit einem Bandit mal. Wie steht's? Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Schön. Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Laris entscheidet, wer in die Bande aufgenommen wird. Aber wenn du zu ihm willst, musst du schon einen guten Grund haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel jemand, der dich zu ihm schickt. Haben wir doch, haben wir doch. Was muss ich über diesen Ort wissen? Was muss ich über diesen Ort wissen? Im Zentrum der Höhle ist ein riesiges Loch voll Erz. Wenn du darüber nachdenkst, wie du da rankommen kannst, vergiss es. Ich hab's selber mal probiert, aber die Söldner passen Tag und Nacht auf. Okay. Also schade, wir können uns wohl nicht einfach so bereichern. Ich hätte den Haufen natürlich gerne mitgenommen, ist ja klar. Wer ist hier denn der Boss? Wer ist hier der Boss? Kommst wohl gerade aus dem alten Lager, was? Genau. Hier ist niemand der Boss. Der verdammte Lee versucht zwar immer, uns an der Leine zu halten, aber wir machen, was wir wollen. Wenn es sowas wie einen Anführer unter uns gibt, dann ist das Laris. Aber der ist schlau genug, niemanden in seine Sache reinzuquatschen. Okay, gut. Danke sehr. Durch diese aufschlussreichen Informationen. Hier ist ein Steinwurzel. Ja, ja. So, gucken wir uns mal das Lager genauer an. Wir sind mitten in der Nacht gekommen. Mitten in der Nacht. Da ist nicht viel los. Die ganzen Leute schlafen oder rauchen sich ein. Wie wir es gerade gesehen haben. Hier scheint ein Feld zu sein. Wahrscheinlich bauen die hier ihr Reis an. Ja, das sieht ziemlich danach aus, mit Vogelscheuchen. Allen, was dazu gehört. Und hier sitzt ein Schläger. Ein Schläger. Okay. Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislaut. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Wer ist erstmal Lefty? Und zweitens, ach, das ist Lefty. Warum Schläger? Kümmert er sich darum, dass die Leute arbeiten? Oder werdet ihr sonst geknechtet? Lefty, was machst du hier? Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Hast du Arbeit für mich? Wir sprechen uns noch. Okay. Du bist aber ein sehr netter. Wir sprechen uns noch. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Lefty hat mich gerade unfreundlich abblitzen lassen.
Hey, du! Hey, du! Raus hier! Okay. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Das ist also der Reislord. Naja, sieht ja nicht ziemlich stark aus. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Ja. Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Was machen die Söldner? Wir. Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Okay, also nochmal zusammengefasst. Ihr seid also die Söldner, die die Wassermagier beschützen. Und Lee hält hier alles zusammen. Was machen denn die Magier genau? Ihr wollt doch hinkommen, aber was machen die Magier? Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Naja, keine Sorgen machen. Man muss natürlich schon aufpassen. Und ob das überhaupt geht? Ich meine, die anderen haben ja auch schon versucht auszubrechen. Aber weniger erfolgreich. Wenn das wirklich reichen sollte, dass magische Erz wirklich stark genug ist, wäre es natürlich schon schön. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber rankommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Das ist klar, ich bin auch neugierig. Was mit dem Rest eurer Leute? Was machen die? Ihr haltet ja zusammen, aber sie ja wohl nicht, oder doch? Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Wie ist die Lage zurzeit? Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Also, fassen wir nochmal zusammen. Ihr wollt... Pass auf deinen Rücken auf! Ihr wollt unbedingt hier raus, genauso wie die Sektenmitglieder, Spinner oder wie sie auch nennt. Das alte Lager möchte bleiben. Ihr wollt den Haufen in die Luft jagen. Die Sektenspinner möchten durch eine große Anbetung des Schläfers dem Schläfer näher kommen, sodass der Schläfer sie befreie. Magisches Erz ist mir schon etwas realistischer, dass das passieren würde, wenn man den Haufen in die Luft jagt, wenn er richtig viel Kraft hat. Aber auch selbst das wird schwierig. Leute im alten Lager machen sich ein schönes Leben, sterben aber auch hier einsam. Hier sind ja keine Frauen drin. Auch nicht so schön. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Aber die Banditen sind doch nicht vertrauenswürdig. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Wir Söldner folgen alle Lee. Er hat den Deal mit den Magiern gemacht. Wir beschützen sie und sie bringen uns hier raus. Also führen die Magier das Lager. Nein, niemand führt das Lager. Die meisten hier sind einfach Männer, die im alten Lager nicht bleiben konnten oder wollten. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Die Jungs sind sich nur in einem einig. Besser das ganze Erz auf einen Haufen schütten und in die Luft jagen, als es dem verdammten König in den Rachen zu schieben.
Okay. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Pass auf dich auf, während du hier bist. Im Lager sind eine Menge Halsabschneider unterwegs. Es gibt eine Reihe ungeschriebener Gesetze hier. Erstens, nur die Söldner kommen in den Bereich der Magier. Zweitens, wer versucht, an den Erzhaufen ranzukommen, ist ein toter Mann. Drittens, ich würde nicht versuchen, in die Kneipe auf dem See zu gehen. Die gehört nämlich den Banditen und die sehen es nicht gerne, wenn grüne Jungs wie du da aufkreuzen. Okay, vielen Dank. Wir werden trotzdem zur Kneipe gehen, aber vorher abspeichern. Das dürfte wohl die Kneipe sein. Da wollte auch Mordrak hin. Hier ist erstmal Homer. Homer Simpson. Mein Name? Homer Simpson. Homer, wie geht's dir? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Okay, wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Danke, aber warum geht da keiner hin? Macht das Sinn? Andere Seite des Sees, das heißt dahin bei den Bäumen. Aber Lurker sind noch zu stark für uns. Vielleicht, wenn wir mal ein stärkeres Schwert haben, das, was wir mal gefunden haben, das mit der Stärke 20 und speichern und eine Rüstung haben. Mindestens die kleine, wenn nicht die mittlere. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Okay. Ich bin ein Schürfer. Ich habe Durst. Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Okay. Und was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Ich habe 10 Erz, hier. Zehn Erz? Dafür werde ich dir erlauben, es nochmal zu versuchen. Rausschmeißer heißt der. Ja gut. Ich habe eine gute Idee, was wir machen können. Wir könnten einfach ein Schürfer werden. Butler ist ja auch ein Schürfer. Oder ein Schürfer des neuen Lagers. Gibt so viel zu tun, aber erstmal sind wir hier im neuen Lager angekommen. Seht ihr? Das Lager. Und hier ist Kronos, ein Wassermagier. Sprechen wir ihn an. Wie geht es dir, Kronos? Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Ich will erstmal sagen, ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Laris-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Okay. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie soll das gehen? Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen.
Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Ich will bei euch mitmachen, denn ich vertraue dem Plan mehr als Insekten, die dann, nämlich ganz ehrlich, der große Anrufung für den Schläfer, dann lieber ein bisschen zerstörerische Energie, sowas wie Dynamit oder was weiß ich, C4. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Laris gehen. Okay, ich will Magier werden. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Okay. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Mana plus 5. Machen wir. Zurück. Ein bisschen magische Kraft brauchen wir auch. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ja. Hier ist der Erzhaufen. Machen wir weiter. Wer ist hier? Hey, du! Verzeih dich, dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Strike, wer bist du? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Okay. Tschüss, Strike. Ja, wenn alle schlafen, ist es natürlich scheiße. Mit wem soll man handeln? Kord. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Schade. Aber dennoch, die Mana ist mir auch wichtig. Söldner. Nur ein Söldner. Müssen wir nicht mitsprechen? Noch ein Söldner? Müssen wir nicht mitsprechen? Hier ist der Wolf. Wolf, reden wir mit dir. Wie kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Schön! Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Okay, ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Okay. Danke, tauschen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ich weiß noch gar nicht, worauf wir gehen sollen. Ich habe gerade Mana geholt. Also ein bisschen Magie möchte ich machen. Ich bin noch gar nicht sicher. Soll ich Schwertkämpfer werden? Oder doch lieber Magier? Bogenschütze mag ich nicht so gerne. Das ist natürlich fraglich. Was mache ich später? 100 Erz ganz genau? Wolfsfell. Aber das hat auch noch Vorteile des Spiels. Man kann jede Klasse mal ausprobieren. 24 Erz möchte ich sehen, und zwar pronto.
So. Bandit. Wir nehmen mit, was wir können. Skillen uns das Beste raus. Wer bist du denn? Hast du einen Namen? Nein, du bist nur ein Bandit. Nur ein unwichtiger Bandit. Hey, du! Verzieh dich, raus hier! Kein Name. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Das ist Batsch. Und wer bist du? Hi, wer bist du? Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Okay. Dann nutzt du erstmal die Pfanne. Und noch ein bisschen Steak. Und noch ein paar Steaks. Gebratenes Fleisch nennt man das ja auch. Richtiges Steak ist das ja nicht. So, also die sind sehr freundlich, wie ihr seht. Das ist immer sehr freundlich, die neuen Lager. Ja, sehr freundlich. Hilfsbereit. Wedge, wer bist du denn? Du möchtest nicht reden, kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Hey, du! Glück gehabt! Und weiter geht's. Und hier ist keiner. Nobody. Ist da? Hier ist keiner. Und hier ist einer. Und der heißt... Hey, du! Bandit. Verzeih dich, dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Wer ist hier? Ein Bandit. Hey, dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Bandit Nummer 2. Wo willst du denn hin? Wo geht's denn hier hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Gut. Danke. Dann gucken wir mal, was Laris so möchte. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ich will mich eurer Bande anschließen. Ich will mich eurer Bande anschließen. Das wollen viele. Du musst schon mit mehr kommen, wenn du durch diese Tür gehen willst. Mordrak schickt mich. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Okay, danke sehr. Reden wir mit Laris. Hi, ich will mich eurer Bande anschließen. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat einen Ring für mich nicht abgegeben. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Ich kann es dir sagen. Ich weiß, was da abläuft. Sie wollen eine große Anprüfung starten. Ja, ja. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Okay. Wo kann ich hier was lernen? Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Was kann ich hier noch machen? Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Gut, ist kein Problem. Das mache ich. Aber doch glatt. Ich verrede mich manchmal beim Vorlesen. Was ist denn los?
Das passiert mir leider ab und zu mal öfters. Das liegt da zusammen, dass ich früher zu wenig laut gelesen habe vom Let's Play. Ich will bei euch mitmachen, genau. Ich will bei euch mitmachen. Laris entscheidet, wer in die Bande aufgenommen wird. Aber wenn du zu ihm willst, musst du schon einen guten Grund haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel jemand, der dich zu ihm schickt. Habe ich gemacht. Und du warst mir gerade so unfreundlich, ich rede mal mit dir. Jetzt bin ich gegenüber dir sehr misstrauisch. Und nachsichtig natürlich. Machen wir weiter. Ein stinknormaler Bandit. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Wie kannst du mir helfen? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Mhm. Akrobatik ist umsonst, kostet 10 Lernpunkte, kümmere ich mich später vielleicht drum. Erstmal machen wir weiter mit. Ach, man kann so viel skillen, so viel. Ich würde gerne alles skillen. Ja gut, Bogen und Armbrust, jetzt ist so, ich bin nicht der Bogen- und Armbrust-Fan. Dennoch, so viel kann man skillen, so viel. Was für ein verschwendetes Talent. Was für verschwendete Talente. Bandit. Auch nur ein Bandit. Hey, du. Verzieh dich raus hier. Dein gut. Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Du willst nicht mit mir reden? Achso, du warst das. Habt ihr den gleichen Namen? Hab ich mich nur verlesen. Egal. Hey, du. Du lernst schnell. Natürlich lerne ich schnell. Hier waren wir, glaube ich, schon. Jetzt kommen sie auch alle raus und wir gehen mal auf den nächsten Weg. Hier waren wir noch nicht. Hier unten. Da waren wir schon, aber hier noch nicht. Doch, hier waren wir auch. Aber wir haben mit ihm geredet. Ich rede aus Spaß mal mit so einem Söldner. Na, nichts Interessantes. Go on, bist du denn? Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Mhm. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfe ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Okay, kann ich irgendwo hier pennen? Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Okay, was muss ich tun, um in den Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Das ist natürlich klar. Bis später. Okay. Ich glaube, den können wir auch noch nicht aus der Hütte prügeln. Ich erinnere mich noch, der war ziemlich stark. Natürlich war er ziemlich stark. Er ist stärker als wir. Das ist ein Söldner, das ist ein Söldner. Das ist ein Söldner. Da hast du noch mal Glück gehabt. Eine Pfanne. Torloff, wer bist du? Wer bist du? Steht's auch schon. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Okay,
schön gemacht. Also so ein bisschen Pirates of the Caribbean nachgemacht. Nur dass eben die meisten nicht auf deiner Mannseite waren. Naja, egal. Kann man nichts ändern. Dafür bist du jetzt im neuen Lager. Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen. Das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gutstellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Okay, gute Idee. Das machen wir doch mal. Aber erstmal gucken wir uns Orik an. Orik, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt so nahe kommt. Das ist gut. Könnt ihr einen guten Mann gebrauchen? Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Okay. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Pass auf dich auf, während du hier bist. Im Lager sind eine Menge Halsabschneider unterwegs. Es gibt eine Reihe ungeschriebener Gesetze hier. Erst, zweite, die gehören... Habe ich nicht schon mal mit dir geredet? Vorne? Deine Stimme hört sich ziemlich gleich an. Auf jeden Fall, was du sagst, ist identisch. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Ja. Was muss ich machen, damit du mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Okay, gut. Dann gehen wir doch mal zu Lee. Hallo Lee, wie geht's dir? Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben des Söldners der Magier? Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Okay, ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Ja. Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Danke. Wiedersehen. Weiter geht's. Ich muss mal rauskommen. Wenn. Schön, und was gibt's hier? Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Ich sage es nicht noch einmal. Keinen Schritt weiter! Tschüss. Du bist zu laut. Und du hast recht. Ich habe keine Parole. Ich muss leider abhauen. War ich hier schon? Ja. Aber es sind schon einige. Gehen wir erstmal hier hin. Oh, ist da keiner vorne? Ach, da sind sie. Da kommen wir sowieso nicht rein. In die Bude. In die, ja, sag mal schnell. In die Kneipe. So, wie geht's dir, Söldner und Kord? Du willst mich ja trainieren? So, tschüss, euer Hocker.